Hallo, liebe Frühjungsinteressierte. Erkältungen machen richtig alt. Und eine der Feuerproben, um sich verjüngen zu können, ist, Erkältungen zu meistern. Und ich habe ganz viele Zutaten hier. Ich werde jetzt eine nach dem anderen zeigen, wie du bei den ersten Anzeichen, wenn du eine Erkältung bekommst, was du tun kannst, also diese Spezialpflanzen, die du benutzen kannst, du hast das alles in der Küche. Das heißt, vielleicht musstest du im Bioladen noch einkaufen und ich gehe jetzt mit dir eine nach der anderen durch. Also ich glaube, die Hauptzutat, die wir kennen, ist Ingwer. Das heißt sehr schön Erkältung, das heißt, wir müssen Wärme hinzufügen. Kann später auch sein, dass du zu viel Hitze hast, wenn der Körper selber beginnt, fast ein bisschen Fieber oder sogar Fieber zu machen, dann brauchst du nicht mehr so viel Wärme. Aber Ingwer, wenn der Hals schon kratzt, wenn du fröstelst, wenn du Wärme brauchst, über alles ein bisschen raffeln oder zum Beispiel auch Scheiben schneiden und Tee daraus machen. Und wenn du ganz viel Wärme brauchst und zum Beispiel ein Curry machst oder so, gibt es etwas, was wirklich aufheizt, das ist Chili. Das kann auch zu viel sein für den empfindlichen Darm bei einer Erkältung, aber der Vollkommenheitshalber habe ich sie nie gebracht. Okay, Rettichgewächse sind eigentlich deine Erkältungsvorsorge. Und ich habe ein paar nicht so bekannte Rettichsorten auch mitgebracht. Die bekannteste, die du sicher kennst, sind die Radieschen. Wenn du dir angewöhnst, vom Herbst weg jeden Tag ein Radieschen oder zwei zu essen, dann ist das eine Erkältungsvorsorge per excellence. Radieschen bekommst du überall. Du kannst natürlich auch andere Sorten nehmen, wie zum Beispiel Reben. Die schöne violette Rebe, die ist innen weiß. Ich kann mal aufschneide oder anschneide. Die ist innen weiß. Oder du kannst schwarzen Rettich nehmen. Den raffelt man übrigens mit der Schale, weil die richtig guten Stoffe sind direkt unter der Schale. Der ist innen weiß. Und wenn du das raffelst, dann hast du schwarze Tupfen drin. Das sieht auch super schön aus. Es gibt auch sogar ein altes Rezept, wo man sagt, das aushöhlen mit dem Löffel. Richtig Rohkost, normaler, enzymreicher Honig reintun, also nicht erhitzter Honig, damit diese Stoffe in den Honig reingehen und dann diesen Honig löffeln. Wenn du richtigen Honig hast, also nicht erhitzter, enzymreicher Honig, der hat tatsächlich wegen den vielen Enzymen auch eine immunsystemstärkende Wirkung. Und das ist dieses alte Rezept mit dem schwarzen Rettich. Ich benutze den einfach so zum Raffeln, ein bisschen im Salat oder grüner Salat, lässt du ja dann weg, wegen der kälteren Wirkung, aber du kannst mit diesen Wurzelsachen trotzdem ein bisschen Rohkost machen. Auch gut für die Rohkost bei Erkältung ist eben Brande. Du kennst das? Oder rote Beete, sagen die Deutschen. Ist ja wunderbar rot, weil diese violetten, blauen, weinroten, tiefroten, orangen, dunkelgelben, leuchtgelben Farbstoffe sind ja auch Schutzstoffe. Die sind noch stärker als Vitamine. Wenn du das roh ganz fein raffelst und zum Beispiel mit einer Orange Saft gemischt, dann hast du eine ganz leckere Geschichte. Und du kannst zum Beispiel jeden Tag ein bis zwei Radieschen nehmen, ein bisschen von Randen, das bekommst du auch überall. Dann hast du eine sehr, sehr gute Immunschutzwirkung über den ganzen Winter, also wenn du im September damit beginnst, das hilft enorm. Wenn du ein bisschen noch genauer nehmen möchtest, es gibt hier die Topinambur. Das ist eine kartoffelähnliche Frucht oder Wurzel. Sie ist aber nicht mit der Kartoffel verwandt, sie sieht aus wie Sonnenblumen. Und die ist das darmfreundlichste oder darmflorafreundlichste Lebensmittel, ist in den Weiß. Das ist das noch vom Messer von Rote Beete. Und das kannst du auch einfach ein bisschen schnipseln oder auch raffeln. Ich würde es roh nehmen, wenn du das kochst als Kartoffelersatz, kann es recht blähend wirken.
Und zwar nicht, weil die bläht, sondern weil die so viele Präbiotika, das sind die Nährstoffe oder die Nahrungsmittel für deine Probiotika, also die gute Darmflora-Bakterien, denen sagt man Probiotika. Und die, das, was sie essen, das sind Präbiotika. Und Topinambur ist das stärkste Präbiotika für die guten Darmflora-Bakterien. Wenn du das nimmst, übrigens auch Zwiebeln sind Präbiotika reich, oder Weißkohl, oder alle Chicorée-Sachen und auch Artischocken. Aber das ist das Stärkste, und auch Schwarzwurzeln. Dann boostest du deine gute Darmflora. Und wenn du das machst, dann räumen die mit den Pilzen auf und mit den anderen Bakterien. Und das bläht dich. Und nicht die. Solange du die nicht verträgst, ist es ein Zeichen, dass deine Darmflora, was ja auch dein Immunsystem zu über 50% ausmacht, zusammen mit der Schleimhautfunktion, dann, wenn es dich, solange es dich noch bläht, ist etwas nicht gut im Darm. Und es braucht wirklich nicht viel von dem, aber das ist fast ein Heilmittel, ist ein Geheimtipp. Bekommst du ein Bioleben. Und der ultimative Kick bekommst du mit, weißt du, was das ist? Meerrettich. Das ist eine dicke Wurzel gewesen und die ist ganz super scharf. Also wenn ich schon daran rieche, steigt es mir in die Nase mit diesen Schwefelstoffen. Und das ist super scharf. Das ist ganz fein in Randensalat zum Beispiel, auch im gekochten Randensalat, rote Beetesalat, das ist sehr, sehr fein. Und das kannst du dir auch angewöhnen, immer wieder mal so eine Kur zu machen im Herbst. Ich mache das jetzt auch, habe das jetzt gekauft, das werde ich auch brauchen, dann ist es schon wieder gut. Es gibt auch Meerrettich Quark. Quark ist hingegen total erkältungsfördernd wegen der verschleimenden Wirkung. Wenn du im Internet ein bisschen nachschaust für meerrettiche Rezepte, wo du das Gewürz reintun kannst, dann wirst du richtig fündig werden. Ich habe da noch eine andere Wurzel mitgenommen. Das ist die Petersilienwurzel. Ich habe sie schon angeschnitten, schon gebraucht. Es gibt ja noch Pastinaken. Die Pastinaken gehen da rein und die Petersilienwurzel geht da ein bisschen hoch. Und Petersilienwurzel hat dieses Kraut hier. Ist die glatte Petersilie. Du kennst vermutlich diese Petersilie da, die gewöhnliche, aber die Wurzeln kommen von dem. Ich habe es vorhin geerntet, sie ist schon ein bisschen schlankig geworden. Mit der Zwiebel, was man da macht, ich esse persönlich keine Zwiebeln, aber auch noch aus anderen Gründen, aber ich habe es der Vollkommenheit halber mitgebracht. Wenn du die aufschneidest und bei Erkältungsanfang, auch bei Halsweh, dir auf ein Tellerchen legst, neben dein Bett im Schlafzimmer, dann kann das sein, dass du am Morgen schon ganz viel besser hast in der Nase. Habe ich noch ein paar Kräuter mitgebracht im Garten, weil die Kräuter sind ja, sie unterstützen eben auch die gute Darmflora, die dein Immunsystem zu mindestens 50% ausmacht. Ich habe da Bohnenkraut, das ist das wilde Bergbohnenkraut. Es ist extrem würzig und das hilft ungemein. Ähnlich ist Thymian. Das sind ein bisschen kleine Feinde. Thymian. Und Majoran, das ist das ganz liebliche. Kannst du alles auch kaufen, wenn du Kräuter kaufst im Supermarkt und sie sind nicht bio, die sind meistens auch ein bisschen getrieben. Aber nicht dieselben Kräfte, wenn du das im Garten oder in einem Garten so Kistchen hast, kann man ja auch Kräuter machen. Die zwei Sachen sind ja auch winterhart, das wird da probieren dann. Ja, was habe ich noch auf dem Tablett? Ah, das da. Das ist Ingwer. Und das da ist Ingwer ähnlich. Aber wenn ich das aufschneide, ist Kurkuma. Kurkuma kennst du vermutlich von Gelb und Currypulver. Das ist so stark gelb färbt. Das ist das beste
Darmheilungsmittel generell. Und Kurkuma hat rein von dieser Fähigkeit her natürlich auch eine ganz starke erkältungswidrige, darmheilende Wirkung. Also das Hauptimmunsystem ist ja im Dickdarm, aber auch im Dünndarm, überhaupt im Magen-Darm-Trakt, macht unsere Flora aus. Und diese frischen Wurzeln sind vielleicht ein bisschen schwierig zu bekommen, aber du nimmst dann einfach das Curry-Pulver oder das Gelbwurzpulver, Kurkuma. Und wenn du Frisches hast, mein Mann macht eben immer einen Saft daraus, also mit anderen Sachen zusammen, gibt da so eine Wurzel rein. Das gehört zu den interessantesten Gewürze und Naturmittel, die wir überhaupt haben, und man bekommt sie zwischenzeitlich auch bei uns. Das sind jetzt alles auf der Lebensmittelseite. Wenn du diese Sachen machst, nebst Ernährungsumstellung eigentlich auf eine Säurebasenernährung, die entschleimend ist, die deiner Typologie angepasst ist und solche Sachen dann benutzt, wenn du die ersten Zeichen bekommst, bekommst du keine Erkältungen mehr. Das sind meine Tipps gewesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.